Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin Zitabi und begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet zu einer neuen Lotus-Folge hier auf diesem Kanal. Und ja, es ist mal wieder soweit. Karade mir hatte mir gerade mal zukommen lassen, dass es bereits ein neues Update gab für die OZMT10, welches wir leider versäumt haben mal zu zeigen. Und zwar ist das Ganze bereits am 2. August erschienen. Und das wollen wir uns natürlich hier heute mal schnell mal so anschauen, mal uns das Ganze mal gucken, was er hier so gebastelt hat. Und wie gesagt, das ist das Modell, ne, von der OZMT-Familie. Also das ist ja nun schon, auf jeden Fall ist da reichlich viel Content drin. Also in diesem Paket ist es manchmal mega. Ich habe auch gelesen jetzt irgendwo in den Kommentaren, schrieb irgendwie einer, dass die gar nicht mehr zum Download sind. Da muss ich mal selber mal ein bisschen recherchieren und vielleicht mal den Karada mir mal fragen, ob das gewollt ist oder ob das jetzt nicht gewollt ist. Aber wir sehen hier, wie gesagt, das Fahrzeug, das sieht extrem hübsch aus. Dafür, dass es halt ein fiktives Fahrzeug ist, hat sich das Fahrzeug doch mittlerweile schon, ja, deutlich gebessert, ne? Also, ich weiß immer noch, wie wir am Anfang das erste Mal mit der OZMT mal von Straßenbahn-Forsthausen mal rumgecruised sind, um uns die ganze Straßenbahn mal anzuschauen. Und mittlerweile ist hier draus, ja, echt hübsches Fahrzeug geworden. Das kann man mal lassen. Steigen wir mal ein und gucken uns das Ganze mal dementsprechend mal an. Dementsprechend sehen wir jetzt hier zum Beispiel, wir haben ein neues Ibis-Gerät hier drinnen, welches jetzt nicht dem GT6 entnommen wurde, sondern hier wurde ein eigenes kreiert. Wir haben hier Töne mittlerweile drin. Zum Starten der Straßenbahn wird dann eine richtig entspannte Musik abgespielt, kann man schon sagen. Das war schon ein bisschen putzig. Aber wie gesagt, wir wollen uns das Ganze, wie gesagt, heute mal so anschauen, so zwecks Fahrt. Töne und hast du alles nicht gesehen, ob da sich irgendwas getan hat. Wir befinden uns übrigens auf der Karte Finkenburg, falls ihr euch das schon gefragt habt. Die Finkenburg-Karte, die ist ja nun relativ groß, ne? Da kann man ja ordentlich was fahren, ne? Also das passt schon. Wie gesagt, die Töne sind da, ne? Ihr seht, es passiert auch was, wenn wir jetzt hier raufdrücken und so. Ja, also wunderbar. Wir können hier die Tasten alle drücken, aber nicht alle funktionieren so hundertprozentig. Ja, die Hupe zum Beispiel, die ist noch nicht funktionstüchtig. Oh Gott, achso, ich glaube, wir müssen erstmal hier machen, genau. So, und da gehen die Türen dann dementsprechend auch auf. Ja, und wenn wir jetzt hier, gehen sie halt alle wieder zu. Ah, doch, geht doch. Also wir hätten erstmal den richtigen Gang einlegen sollen. Den hätte es auch funktioniert. So, dementsprechend können wir hier natürlich die ganze Beleuchtung anmachen, ne? Genau, jetzt sind sie an. Ja, hier noch die Scheinwerfer hier noch an, Blinker. Wie gesagt, auch das funktioniert hier. Ja, also da kann man doch schon mal jetzt nicht meckern. Sonst haben wir hier drüben, wie gesagt, das neue Ibis-Gerät, welches wir jetzt hier zum Beispiel ein bisschen bedienen können. Hier witzig ist, wenn wir hier die F4-Taste drücken und sagen jetzt, ich möchte gerne ins Optionsmenü, kriegen wir gleich eine Fehlermeldung. Ja, Error. Code 42. Ich bin nicht autorisiert, ins Loading-Menü, also ins Menü zu kommen. Schande, Karademir. Was soll das? Ich will da rumfummeln. Ich will da rumfummeln. So, aber wir haben natürlich hier auch die Möglichkeit, hier wieder so Destination-Codes hier einzukippen. Ich habe jetzt hier einfach mal jetzt mir einfach die Berliner FIS-Ritz rausgesucht hier, damit ich jetzt erstmal was habe. Was könnten wir denn mal so aus Jux und Laune? Oh, hier Verkehrsschule, das passt doch ganz gut hier. Oder Glückwunsch zum Dienstjubiläum. Oh, das klingt da auch nicht schlecht. Machen wir hier Destination und sagen jetzt hier die 112, stellen das Ganze mit Enter und nö. Zack, Glückwunsch zum Dienstjubiläum. Also auch das funktioniert. Das ist großartig. Karademir, wieder mal tolle Arbeit. Ja, also auch diese ganze Beleuchtung, ey, das sieht echt großartig aus. Also man kann schon mittlerweile davon sagen, dass sich das gar nicht mehr so fiktiv anfühlt, tatsächlich diese Straßenbahn. Dass das Ganze hier schon doch so ein Modell ist, was vielleicht nicht in Deutschland rumfährt, aber in anderen Ländern halt schon vielleicht schon seinen Weg gefunden hat. Also von daher, ich würde das eigentlich jetzt, das ist auch cool hier unten, ja, so Glückwunsch zum Dienstjubiläum.
Großartig. Ja, hinten natürlich zeigt dann hier nichts an. Hier wird wahrscheinlich nur eine Nummer drin stehen. Wenn wir jetzt hier eine Linie schildern würden, also weiß ich jetzt so 112, die Linie 112, dann würde wahrscheinlich hier nur die 112 stehen. Ja, und aber das ist doch eine coole Sache. Das ist eine coole Sache. Und auch hier lesen wir dann drinnen natürlich, ne, hier Glückwunsch zum Dienstjubiläum. Also, das ist eine coole Sache. Karademir wieder mal, great job. Das kann man echt mal lassen. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen rumcruisen, würde ich mal sagen, und uns das Ganze mal dementsprechend mal anschauen und anhören natürlich. Das ist leider GT-Sound. Aber wahrscheinlich klingt jede Straßenbahn irgendwie so. Wundervoll, also das funktioniert doch. So, dann bitte die Türen auf, so rum war's, genau, zip. Alles einsteigen bitte zum Dienstjubiläum, bitte. Ja, fantastisch, also hätte ich ja nicht gedacht, dass das jetzt schon funktioniert. Da machen wir gleich mal einen Screenshot drauf, das Ding, das wird gespeichert. Und ja, dann wie geht's weiter, ne? Also auch mit fiktiven Straßenbahnen tatsächlich, muss man sagen, kann man hiermit schon einiges erreichen. Ich meine, es gab ja nun relativ viele Modelle in letzter Zeit, Straßenbahnmodelle, ja, die halt teilweise angefangen worden sind, zum Großteil nicht mehr beendet wurden, denn, ja, muss man ja hier vorsichtig immer so ein bisschen sagen, ich fand es ein bisschen schade, denn teilweise steckt in den fiktiven Straßenbahnprojekten teilweise immer mehr Liebe drinne, als wie wenn das Ganze halt so ein fertiges Produkt ist, was es so auf dem Markt schon gibt. Hier kannst du dich so austoben, weißt du, so mit so einem fiktiven Straßenbahnprojekt, ja, kannst du dich halt austoben, wie du dir deine Straßenbahn der Vorstellung zum Beispiel so, wie du dir halt was vorstellen würdest, halt mal anders halt, ne? Und das kannst du halt mit realen Modellen halt nicht machen, weil die sind halt schon da, ne? Sie sind halt da, ne? Da kannst du nichts mehr einstellen. Das ist so, was ich an fiktiv immer spannend finde, was ich an real halt nicht so geil finde, weil real kann, wenn man es gut macht oder wenn man es richtig macht, sage ich mal, kann jeder eine reale Karte, ein reales Fahrzeug nachbauen, ja. Ich meine, man muss natürlich noch das Grundwissen haben, jetzt nicht, dass jetzt jeder sagt, ja genau, weißt du. Nein, man muss natürlich das Grundwissen haben, sei es ein Lotus, sei es ein Blender oder sowas, ein Grundwissen muss dementsprechend halt da sein, aber das muss auch bei fiktiv da sein, verdammt, ja. Also auch bei fiktiv muss man sich ransetzen und muss das Ganze dementsprechend bauen im Blender, im Map Editor oder sonst irgendwas, aber das ist irgendwie dann so, die Leute, die das Ganze dann machen, zeigen ihre Kreativität, ja, das ist dann halt nicht so wie, ach, ich baue jetzt einen T6 oder ich baue jetzt hier den Flex City, ja, weil ihn jeder haben will. Nein, das gibt dann halt auch Leute, die sagen so, ach, warum soll ich das machen? Ich kann auch mal was ganz anderes. Einfach mal so ein fiktives Projekt. Und das, finde ich, ist eine coole Sache. Ja. Das finde ich teilweise sogar ein bisschen spannender, als wenn ich jetzt hier in so ein reales Fahrzeug sitze. Versteht mich jetzt nicht falsch, ja. Also auch ich würde gerne einen Flex City fahren wollen, keine Frage. Ja, aber das ist halt irgendwie, das ist halt ein echtes Straßenbahnmodell, weißt du? Und, aber sowas hier, das ist halt schon was anderes. Das ist schon wieder größere Fehler wieder hier in der Berechnung drinnen. Das ist ja ein bisschen eigenartig. Jetzt war gar nicht aufgefallen, diese Fehler hier an der Karte. Schön auch diese digitale Anzeige, die mir jetzt halt wirklich so signalisiert, wie scharf bremse ich jetzt und wie scharf jetzt halt nicht. Aber ich müsste auch wahrscheinlich jedes Mal die P-Taste drücken, wenn ich hier Fahrgäste ein- und aussteigen lasse. Das ist halt die Bremstaste oder die Parken-Taste, ja, damit das Ganze halt funktioniert hier. So, schließen wir das Ganze, lösen die Parkbremse und dann geht es hier wieder weiter. Ne?
Oh, das kennen wir ja eigentlich aus dem R22B, ne, von Tram München. Da ist es ja auch so, da hast du ja auch nochmal eine separate Parkbremse. Also ich muss sagen, mir gefällt das mega, mega gut, das Projekt hier von der OZMT. Und ich muss sagen, ist für mich bis jetzt das beste Fahrzeug, was Karada mir bis jetzt hier so auf den Markt geschmissen hat. Hier im Steam Workshop für den Lotus Simulator. Also ich habe ja nun, verfolge die ganze Geschichte ja nun schon eine ganze Weile mit der OZMT und der Straßenbahn von Karada mir. Muss ich doch wirklich sagen, das fühlt sich nach einem fertigen Produkt an. Und muss ich sagen, finde ich sehr cool. So, die Parkbremse rein und Türen auf. Wir können natürlich hier auch die Türen einzeln öffnen, indem wir das Ganze jetzt hier über die Tasten natürlich hier 1, 2, 3 zu steuern. Tür 1, Tür 2, Tür 3. Ja, wir können natürlich, oder geht das? Ich glaube, wir könnten sogar eine Doppeltraktion fahren, weil Kupplung ist dran. Die ist natürlich ein bisschen minimalistisch, die Kupplung. Aber auch die Aufbauten hier, ne? Also, Wahnsinn. Auch hier drinnen, ne? Oh, hier sind, hier haben wir ein bisschen Lampenprobleme drinne. Irgendwas leuchtet hier oder glänzt irgendwie. Das hier, ne? Das seht ihr. Da ist irgendwie was nicht korrekt. Also, da ist noch eine Kleinigkeit, die da auf jeden Fall gefixt werden müsste. Was ist denn das hier unten? Was ist das hier für... Was ist das? Das hier, was ist das? Sieht aus wie eine Heizung oder sowas, ne? Die da unten noch dran hängt. Das Witzige ist, hier sieht man es nicht, aber wenn man hier so ist, sieht man hier oben halt diese Stellen hier. Aber ich denke mal, das kann man schnell fixen, dass schneller. Aber ich glaube, das ist der normale GT6-Fahrsound, ne? Ich finde, die braucht noch einen eigenen Sound, damit die ihren eigenen Charme bekommt. Ich meine, so zum Testen jetzt und alles sowas, ne, ist keine Frage, ist vollkommen in Ordnung. Aber braucht sie noch später auf jeden Fall. Was mich zum Beispiel interessieren würde, ist, dass er nun das Ibis selbst baut. Sind das hier zum Beispiel schon die Tasten für die Weichensteuerung? Das wäre auf jeden Fall mal eine interessante Frage. So, und was natürlich auch mal cool wäre, ja, ich meine, gibt es in Lotus halt allgemein noch nicht, ne? Wenn zum Beispiel hier an der Seite das Display funktioniert und man halt sieht, ne, wenn man da Fahrgäste ein- und aussteigen. Das geht aber natürlich immer schön in die Performance, selbstverständlich. Und aktuell wissen wir ja, ist Lotus für seine Performance nicht gerade bekannt. Aber ist alles Early Access, alles noch absolut vertretbar. Und ich sage auch immer wieder, wer damit nicht zurechtkommt, der darf keine Early Access Spiele kaufen. Ist halt so. Ich erinnere bloß immer wieder gern, wer damals DayZ gespielt hat, ja, sich heute immer noch Early Access Spiele kauft, sage ich einfach nur Respekt. Was DayZ damals am Rumspacken war, mal auf gut Deutsch, ja, das war furchtbar. Furchtbar. Gut, jetzt sind wir aber nicht bei DayZ, sondern wir sind bei Lotus. Und also ich muss sagen, ich finde das Fahrzeug großartig. Das macht schon Spaß jetzt damit, mittlerweile jetzt hier so durch die Straßen zu ziehen. Was mich jetzt zum Beispiel noch interessieren würde, ist, warte mal, ich versuche jetzt mal schnell zu sein. Nee, da blinkt noch nichts. Hier, sondern diese Außenleuchten blinken jetzt hier zum Beispiel noch nicht. Achso, das ist für... Ah, okay, ich verstehe. Der Taster hier unten ist für die Rollstuhlfahrer. Okay. Also kannst du mir sagen, was du willst. Das ist doch cool gemacht.
Jetzt wird natürlich ein bisschen rüber gescheppert hier. Ja, also mein Fazit, es ist ein super, super Update gewesen für die OZMT. Ihr konntet euch jetzt, wie gesagt, selbst mal so einen kleinen Einblick hier erhaschen in die OZMT 10, wie das Ganze dementsprechend halt aussieht und ja, was so neu dazugekommen ist. Also das mit den ganzen Anzeigen und alles, das ist schon ziemlich, ziemlich cool. Also, dass das Ganze jetzt auch selbst funktioniert, ohne halt so ein Standard-IBIS-Gerät vom GT6 zu nehmen oder sowas, sondern hier ein eigenes wirklich zu basteln. Was ich gerade interessant finde, ist, warum ist denn der Stromabnehmer unten? War der schon die ganze Zeit unten? Der muss sich gerade verabschiedet haben, ne? Sogar die Rückleuchten funktionieren, wenn wir bremsen hier. Ach, das ist schön. Also, wie immer, absolut tolle Arbeit mit der OZMT. Gerne ist natürlich auch, wie gesagt, auch euer Feedback. Gerne in die Kommentare schreiben. Schreibt doch mal, wie findet ihr das Fahrzeug jetzt mittlerweile und könnt ihr euch noch an dieses allererste Modell erinnern? Und wie findet ihr das Modell von heute? Und allgemein, irgendwelche Verbesserungsvorschläge oder sonstiges könnt ihr gerne hier in die Kommentare posten. Da würde sich der Karade mir sicherlich sehr, sehr drüber freuen. Ja, auch einfach nur mal so ein Lob als irgendwie mal zu sagen, so ein Dankeschön oder sowas, einfach mal so an Karademir, könnt ihr natürlich hier ebenfalls hier in die Kommentare posten, denn Karademir wird auf jeden Fall die Kommentare lesen und von daher tobt euch doch einfach ein bisschen aus, ja, und von daher muss ich persönlich sagen, ich finde, das ist ein schönes Update gewesen, Karademir. Ich hoffe auf jeden Fall, dass du wirklich an deiner OZMT weiter festhältst und da weiter ordentlich dran tüftelst, obwohl weiter ordentlich dran tüfteln, ich finde eigentlich, das Fahrzeug ist eigentlich schon in einem relativ weiten Zustand, dass man schon fast sagen kann, es ist gar nicht mehr so viel Arbeit, ja, und das Fahrzeug ist eigentlich so gut wie fertig. Vielleicht noch ein bisschen was hier und da noch ein bisschen was fixen, was patchen, wie gesagt, auch noch so einen eigenen stilvollen Fahrton oder sowas, dass es die OZMT so irgendwie ja besonders macht halt, ja, aber das ist natürlich weit hoch, was ich hier schon wieder hier fordere und ja, von daher bleibt mir einfach nichts anderes zu sagen als Dankeschön, dass ihr dabei wart, hoffe, wie gesagt, euch hat die Folge gefallen und wir sehen uns dann zum nächsten Part Lotus hier wieder, wenn es natürlich Neuigkeiten gibt hier, was wir hier wieder mal so Neues anstellen können. Und damit verabschiede ich mich, sage danke fürs Zuschauen, ihr Lieben, ciao, tschüss und natürlich wieder bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss!